In den letzten Tagen und Wochen ist das sogenannte Hindenburg-Omen extrem häufig aufgetreten. Wir wollen mal schauen, ob uns das was zu sagen hat und ob uns der Zusammenhang zwischen Bitcoin und Nasdaq-Aktien etwas zu sagen hat. Denn normalerweise laufen die relativ parallel. Derzeit aber sehen wir, dass der Kryptomarkt unter Druck ist. Bitcoin fällt. Bitcoin ist ein Liquiditätsasset, wie wir immer wieder gesehen haben. Und der Nasdaq ist gestiegen. Allerdings sehen wir in den letzten beiden Handels vor allem am Donnerstag, dass da vielleicht schon eine Korrektur sich andeutet beim Nasdaq, bei also den Tech-Titeln wie Nvidia. Wir schauen uns das Setup zu Beginn dieser Woche mal an, die politisch wird. Wir haben die Präsidentschaftsdebatte am Donnerstag in den USA zwischen Trump und Biden und wir haben dann die Wahlen am Wochenende, den ersten Wahlgang in Frankreich. Aber starten wir zunächst mal mit diesem Hindenburg-Omen. Hier sehen wir das Auftauchen von Hindenburg-Omen allein in der letzten Woche und zwar von bestätigten Hindenburg-Omen. 3 Stück innerhalb der faktisch ja letzten 4 Handelstage, weil am letzten Mittwoch war ein Feiertag in den USA, da also kein Handel. Also schon ziemlich auffällig. Wir hatten das beim letzten Hoch auch gehabt, aber insgesamt kann man sagen, Hindenburg-Omen tauchen nicht ganz selten auf, aber es ist so, dass ein Hindenburg-Omen nicht automatisch bedeutet, dass wir einen Abverkauf sehen, aber jedem Abverkauf, jedem heftigen Korrektur sind Hindenburg-Omen vorausgegangen, vielleicht kann man es so formulieren. So zum Beispiel 1987, da wurde dieses Hindenburg-Omen nach 3 bestätigten Hindenburg-Omen praktisch vorausgehend dem Crash, den wir da gesehen haben im Oktober 87. Dagegen war das Ganze im Jahr 1986 auch aufgetreten, aber es ist nichts passiert. Was ist die Definition dieses Hindenburg-Omens? Es ist überwiegend, Sie können hier vielleicht sehen, es ist überwiegend eigentlich ein Marktbreite-Indikator. Also ob in irgendeiner Form wirklich ein Bullenmarkt der Fall ist oder ob einige wenige Aktien steigen und wir wissen derzeit, ist das ja vor allem der Fall. Und hier sehen wir mal die verschiedenen Sektoren in den USA. Consumer Discretionary geht nach unten, Finanzwerte sind nach unten gegangen, Energie, Industrials, Consumer Staples, Healthcare, das Einzige, was Utilities und Real Estate, also das Einzige, was sich hält, ist eben Tech, das sehen wir hier, und eben Consumer Communication Services, alles andere ist im Grunde schwer unter Druck, aber das sieht man eben in den Indizes nicht. In den letzten Tagen haben wir eine kleine Verbesserung dieses miserablen Breaths, dieser miserablen Marktbreite gesehen, wie Bonnie Gortler hier zeigt. Wir sind ein bisschen besser geworden, was diese Marktbreite betrifft, nach vorher ganz, ganz schwacher Marktbreite und das einhergehend mit der ersten negativen Woche für Nvidia seit April. Und jetzt kommt der Tom Lee, der Dauerbulle, und sagt, also Ende dieses Jahrzehnts wird der S&P 500 bei 15.000 stehen, also sich fast mal eben verdreifachen. Das zeigt, wenn diese Bullen, die ja in letzter Zeit sehr gehypt wurden, auch von den Medien wie Tom Lee, wenn die jetzt so ein bisschen heiß laufen und dreifach höhere Kursziele ausrufen, kann alles passieren, wenn wir eine saftige Inflation haben in Richtung Hyperinflation, aber eine Verdreifachung eines ohnehin schon sehr, sehr teuren Aktienmarkt, das ist natürlich eine schwierige Geschichte. However, wir wollen mal schauen, wie es weitergeht. Jedenfalls haben wir auch bei Apple gesehen, dass es bergab ging, auch weil man eben in diesem XLK-ETF auf nur noch 5% runtergewichtet wird, vorher durch Optionen nach oben gejazzt. Und wir sehen hier eben das, was ich hier am Freitag schon im Marktgeflüster thematisiert hatte. Wir haben extreme Tech-Zuflüsse in den letzten 4 Wochen gehabt und alle Wege führen zu Nvidia. So hat es die Bank of America formuliert. Aber jetzt haben wir diesen Bitcoin-Rückfall, also diese Korrektur bei Bitcoin. Und hier sagt ein Analyst, naja, also das zeigt eine bevorstehende Sommerkorrektur. Und wenn Sie unten mal den Chart sich angucken, dann ist hell Bitcoin und blau der Nasdaq. Und wir sehen, normalerweise ist das schon ziemlich parallel gelaufen. Jetzt ist der Nasdaq weiter gestiegen, Bitcoin allerdings gefallen. Und der liebe Roman, der fragt sich, der Blocktrader nämlich, der fragt sich, ja, warum fällt Bitcoin trotz positiver Nachrichten? Da haben zum Beispiel Pensionsfonds, sie sagen, wir kaufen Bitcoin oder kaufen Bitcoin-ETFs und so weiter und so fort. Ja, eigentlich eine gute Geschichte, aber dennoch haben wir jetzt die beiden schlechtesten
Wochen seit Jahresbeginn oder zwei aufeinander folgende Wochen, die ziemlich mies waren. Schwächster Wochenverlauf jetzt in der letzten Woche seit April. Zwei Wochen hintereinander ging es eher bergab. Bitcoin, wie gesagt, ist ein Liquiditätsasset. Als die Fed die Zinsen auf Null gesenkt hatte und Liquidität ins System gepumpt hatte, da stieg Bitcoin besonders stark an. Und vielleicht sehen wir darin den Vorlauf einer Nasdaq-Korrektur, also einer Umschichtung vor allem raus aus Tech, das ja extrem überhyped ist. Und das scheinen auch die Nvidia Insider, also diejenigen, die bei Nvidia das Sagen haben, zu tun. Wir sehen hier, das ist der schnellste Aktienverkauf von Insidern bei Nvidia seit Jahren. Und jedes Mal, wenn wir mehr als 150 Millionen Verkäufe hatten in einem Monat, dann war die Aktie in den nächsten Tagen und Wochen eher nicht so stark. Und Jensen Huang, der hat jetzt 31,5 Millionen oder Nvidia-Aktien im Volumen von 51,5 Millionen praktisch wieder verkauft. Dann hat er insgesamt 95 Millionen in der letzten Handelswoche verkauft. In diesem Jahr beläuft sich das Ganze bei Nvidia Insidern auf 800 Millionen Dollar. Klar, die Aktie ist gestiegen und die Leute wollen so ein bisschen diversifizieren. Das ist schon klar, aber es ist ein bisschen auffällig, doch zumal eben niemand etwas gekauft hat. Also wir sehen, die anderen kaufen, die Insider verkaufen. Das zumindest kann man jetzt mal wertfrei feststellen. Nvidia hat in der letzten Woche 220 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Und hier sehen wir mal diese Extreme zwischen Value und Growth Stocks. Value will keiner haben, Growth wollen alle haben, deswegen ist das hier tiefrot. Und ich denke, das ist nicht die großartige Zeit, um jetzt weiter perspektivisch mittel- bis langfristig auf Tech zu setzen, sondern da könnte Value jetzt mal interessanter werden, auch wenn wir das hier mal sehen. Zum Beispiel, wir haben das höchste Level jetzt seit 2000, dass Tech eben Value outperformt, und das sind dann Extreme, die on the long run nicht bestehen bleiben können, hier mal gemessen am Russell Growth in Relation zum Russell Value. Also hier sehen wir extreme Dinge, die wahrscheinlich so nicht dauerhaft sein werden. Und ja, es ist überhyped. Schauen Sie sich eine Nvidia an. Die Aktie ist inzwischen sauteuer aus meiner Sicht. Da muss Nvidia immer weiter. Du machst 60 Milliarden Umsatz, lass es mal dann bald 100 Milliarden Umsatz sein und bist über 3 Billionen bewertet. Das sind über 30 Jahre Umsatz, das ist sportlich. Und wenn dann dieses exponentielle Wachstum nicht mehr kommt, weil es immer schwieriger wird zu wachsen, dann wird es schwer. Gleichzeitig meine zweitbeste Freundin, die ja ein goldenes Händchen hat, wie man weiß, hat jetzt nochmal Nvidia und TSMC gekauft, bevor es dann nach unten ging. Die Frau hat ein Top-Händchen, das war mir schon immer klar, aber insgesamt sehen wir die Call-Volumen gerade bei den Mega-Cap-Growth-Aktien massiv, und wenn dann mal ein bisschen was in die andere Richtung geht, dann kann man sich vorstellen, dass da vielleicht auch ein bisschen Schmerz mal nach unten kommt. Und was wird jetzt die Wirtschaft machen? Das wird eine wichtige Frage. Lisa Abramowitsch zitiert hier einen Artikel. Man sieht the Risk-Off-Type-Behavior am Markt als Indikation das erste Mal in diesem Jahr. Higher probability of some sort of harder landing. Wir haben ja weitgehend in letzter Zeit sehr schwache Daten gesehen, und das gilt zum Beispiel auch für die Hausmarktdaten, speziell für diesen ja so richtig, so riesigen und so wichtigen Sektor in den USA, Immobilienmarkt. Und hier sehen wir mal Lumber, also Bauholz, was ja sozusagen ein Indikator für die Bautätigkeit ist in den USA. Im freien Fall kann man sagen, Homebuilder-Index sehr schwach, Baubeginne, Baugenehmigungen zuletzt wirklich sehr, sehr unter Druck. Und wir also jetzt in einer Situation sind, wo dieser Abgleich passieren wird zwischen Zinshoffnung, wie steht es um die Konjunktur, um den Konsumenten und um die politische Situation. In dieser Woche ja die Debatte am 27. zwischen Biden und Trump. Wenn Biden hier eine schlechte Figur macht, dann, so flüstert man in Washington, würde man versuchen, noch einen anderen Kandidaten aus dem Hut zu zaubern. Derzeit sieht es ohnehin so aus, als würden die Republikaner gewinnen. 42%, so die Wette
Anbieter, die Quoten sozusagen oder das, was die meisten Leute glauben, ist, dass die Republikaner einen Sweep machen, also beide Häuser gewinnen können. In Vorgriff dieser Wahlen steigt so langsam die Nervosität und die Volatilität an, wie wir hier unten sehen können. Und wenn Trump gewinnt, ja, was würde dann passieren? Dann würden natürlich manche Sektoren besser laufen als andere und eben Öl und solche Geschichten, Erneuerbare dürften schlechter laufen, aber vor allem, was würde dann mit den Zöllen passieren? Und da sind natürlich dann am stärksten gefährdet jene Unternehmen, die sehr viel internationales Geschäft machen. Und das ist eben vor allem Information Technology. Also die Tech-Konzerne, die ja so ein bisschen woke sind, Google und Co., das dürfte dem Seth Donald nicht so passen, würde ich mal vermuten. Und nicht passen tut den Japanern auch der Anstieg des Dollar zum Yen. Jetzt praktisch auf der 160er Marke. Jetzt sagt man also, wir sind in der Lage, 24 Stunden am Tag zu intervenieren, wenn wir es müssen. Zuletzt hat man ja über 20 Milliarden Dollar schon in den Sand gesetzt, seiner Währungsreserven, im Versuch, den Yen zu stabilisieren. Ist nicht gelungen. Hier sehen wir den Dollar auf Monatsbasis aus dieser fallenden Wedge nach oben ausgebrochen. Kommen wir nach China, wo jetzt die Einkünfte des Staates immer weiter zurückgehen. Klar, die waren gekoppelt ein Stück weit an Landverkäufe, Immobilienmarkt, all diese Dinge. Der gute Roberto Habeck war ja da drüben in China. Und dann hat aber der Ministerpräsident Quang den Termin abgesagt. Habeck hat gesagt, er weiß auch nicht genau, wieso. Also er hat vorher ja schon einige Töne gespuckt, bevor er die Leute in China überhaupt gesehen hat. Und da haben die gesagt, ach, weißt du was, diesen Typen, den lassen wir mal ein bisschen auflaufen. Also das war nicht ganz hohe diplomatische Schule. Und Frankreich ja jetzt im Mittelpunkt. In dieser Woche wahrscheinlich im Vorfeld der Wahlen, aber auch dann eben jetzt diese ganze Diskussion um CO2-Emissionen. Schauen wir uns mal Frankreich an. 5-mal niedrigere CO2-Emissionen pro Kopf als bei uns. Und wenn man sich mal anschaut, welchen Beitrag hier Deutschland leistet, dann muss man sich schon fragen, weswegen die letzte Generation meint, sich hier auf die Straßen kleben zu müssen. Da würde man, hätte man die Atomkraft weiterlaufen lassen, sehr viel mehr erreicht, als alles andere überhaupt einsparen kann. Das ist so ein bisschen der Treppenwitz der Geschichte, wie eben auch diese derzeitige Mainstream-Ideologie faktisch dazu führt, dass wir eigentlich jetzt weniger Klimaschutz haben, dass wir weniger soziale Gerechtigkeit haben. All das, was die angeblich wollen, passiert überhaupt nicht. Mehr Armut, mehr Emissionen, auch mehr Gewaltopfer wie Frauenmorde, weil man eben mit dieser Migration aus Ländern, wo Gewalt sozusagen ein ganz anderes Thema ist, natürlich dann plötzlich konfrontiert wird. Also Frauenrechte, Frauenschutz, all das, das ist so ein bisschen jetzt ins Gegenteil umgeschlagen. Und hier Mr. Rieke, Professor Rieke, zeigte, dass letztendlich eben hier sehr problematische Tendenzen bei denjenigen der Fall sind, die solche Tweets absetzen, wie unsere Bundestagspräsidentin Karin Eckert. Göring-Eckert, müssten Sie sich echt mal anschauen. Gucken Sie mal im Internet dieses Video von Christian Rieck, fand ich ziemlich klug. Und abschließend drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Kommt jetzt die Korrektur nach dem Verfallstag? Fragezeichen, erste Empfehlung, zweite Empfehlung. Gerne weiterempfehlen. Über Social Media auch das, was André Stacke sagt. Er sagt, es gibt gute Gründe für Pessimismus jetzt nach dieser Rallye am Aktienmarkt. Das ist die zweite Empfehlung. Und die dritte und letzte Empfehlung ist die Frage, ja, ist das gerechtfertigt bei Nvidia, dass das die teuerste Aktie im S&P 500 ist? Ja oder nein? Also drei Empfehlungen. Und ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.